Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch ein paar Produkte ausprobieren, die neu bei mir eingezogen sind. Ich war bei DM und ich habe die Marke Milani dort entdeckt und ich fand es so interessant. Ich habe mir eine Lidschattenpalette mitgenommen und einen Bronzer und dann gab es noch was Neues von Judith Williams. Da hat mich aber jetzt ehrlich gesagt nur die Mascara interessiert. Das ist die Mega False Lashes Mascara, die ist mit Rizinusöl und da bin ich super gespannt drauf. Unter anderem habe ich von Nui eine Foundation, die ich mit euch austesten mag und. Also wenn ihr Lust habt, Neuheiten mit mir auszuprobieren, First Impression, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ich habe mir meine Öhrchen aufgesetzt. Als erstes möchte ich den Skin Perfector von Catrice benutzen. Das ist der One Step. Der ist auch relativ neu in der Theke von Catrice. Ich habe den schon ein bisschen in Anwendung und ich finde den sehr gut. Also ich habe den auch einmal mit euch ausgetestet. Der hat so kleine, wie soll ich sagen, das sind wie so Körnchen, die hier drin sind. Das ist wie so eine Creme und das passt sich so ein bisschen dem Hautton an. Ich finde den sehr gut, muss ich sagen. Also auch so einfach zum Auftragen. Der hat halt auch pflegende Inhaltsstoffe drin und den benutze ich momentan relativ häufig. Also den habe ich mir jetzt mal aufgetragen und ich finde das Gefühl sehr gut. Der hat einen SPF von 20, der pflegt, der ist Primer in einem mit Pflege, das finde ich gut. Und der hat halt so eine leichte Tönung, also ganz, ganz minimal. Das sind halt diese Kapseln, die da drin sind und die zerplatzen, wenn man das quasi verreibt. Ja, ich finde das ganz in Ordnung. Auch als Primer finde ich den gut, deshalb den kann ich euch echt empfehlen und der kostet auch gar nicht so viel. Als nächstes habe ich eine Foundation, die wurde mir zugeschickt und zwar von der Marke Nui Berlin. Das ist eine Naturkosmetikfirma und das ist eine Aloe Vera Foundation. Finde ich total spannend, habe ich schon ein paar Mal ausgetestet und ich finde die sehr gut und ich hatte das auf Instagram gezeigt und ich wurde mehrmals gefragt, ob ich das nicht auch in einem YouTube-Video mal zeigen kann. Also ich zeige es euch jetzt hier in diesem Video. Ich finde die sehr gut und ich habe die jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen in Anwendung. Die macht einen super schönen Finish. Also das sieht sehr natürlich aus. Die Deckkraft, die ist mittelmäßig, also es deckt nett alles ab. Ich finde die total schön. Also das könnte mit meiner Lieblingsfoundation tatsächlich werden. Ich habe hier die Farbe Matau, die Nummer 2. Es gibt unterschiedliche Farben. Ihr könnt dort online auch eure Farbe quasi euch beraten lassen. Also da gibt es so einen Farbberater und der zeigt euch dann am Ende, wenn ihr ein paar Fragen beantwortet habt, welche Farbe ihr braucht. Und das habe ich gemacht und bei mir haut das auch hin. Also ich bin jetzt relativ blass, ja, also wenn man ein bisschen brauner ist, sollte man da schon halt die 3 oder die 4 nehmen. Wie gesagt, ich bin sehr hell, die 1 wäre zu hell gewesen. Das besteht zum Hauptbestandteil aus Aloe Vera. Das finde ich ganz toll und ich habe auch gemerkt, meine Haut tut die sehr gut. Ich zeige euch das einfach, wie das aussieht. Also die kommt einmal mit so einem Pumper hier oben und ich trage mir das mit einem Pinsel auf. Also so ein Foundation Pinsel. Ich habe jetzt hier in meinem Fall den von Riva Loves Me. Den mag ich sehr gern, um so Foundations aufzutragen. Und die sieht jetzt erstmal, wenn ich die auftrage, recht hell aus. Also ihr denkt jetzt wahrscheinlich auch, oh Gott, die hat schon wieder so eine helle. Aber am Ende sieht das richtig gut aus. Also mir gefällt das am Ende sehr. Und ich finde, dass sich das ganz gut anpasst, auch mit meinem Hals. Also so, das ist die Foundation jetzt einmal aufgetragen. Also die sieht jetzt noch wirklich relativ hell aus. Aber ich sage euch, am Ende passt das. Also ich habe es mehrmals getestet und ich gucke halt immer nach meinem Hals, ne, ob das mit meinem Hals übereinstimmt. Ich hatte jetzt ein bisschen Selbstbräuner die Tage drauf. Das ist jetzt eine Schicht, die ist sehr gut aufbaubar. Also wenn ich jetzt noch mehr Deckkraft haben wollte, könnte ich nochmal drüber gehen, gerade hier bei den Wangen, wo ich die Probleme habe. Aber ich komme damit auch so zurecht. Ich finde das sehr schön. Ich werde jetzt noch ein bisschen Concealer auftragen. Bei Concealer probiere ich mit euch heute mal den Cap Concealer aus. Der war in der Glossy Box drin. Ich hatte zum Glück den hellen. Also das ist ein relativ heller Concealer. Es gab nur 2 Farben zur Auswahl. Ich hatte halt, wie gesagt, zum Glück den hellen. Und der passt auch bei mir ganz gut. Den nutze ich tatsächlich gern. Also ich habe den jetzt schon ein paar Mal verwendet und ja, ich finde den gut. Also ich werde mir das jetzt mit einem Schwämmchen einklopfen. Also die Deckkraft von dem Concealer finde ich gut, muss ich sagen. Mag ich sehr gern, gefällt mir. Ich werde mir das Ganze jetzt abpudern. Ich wollte eigentlich einen flüssigen Bronzer nehmen, aber wir haben ja den von Milani. Der sieht so ein bisschen gelbstichig aus. Ich bin gespannt, wie der bei mir auf dem Gesicht sein wird. Ich werde jetzt erstmal mein Gesicht abpudern. Dafür benutze ich einfach, was ich im Moment die ganze Zeit habe, von Tamtam. Das Puder, das finde ich ganz gut. Das ist so ein Loose Setting Powder und das werde ich mir jetzt einfach mal auftragen mit so einem
Kabuki-Pinsel. Also die von Dächen, jetzt abgepudert, die hat immer noch ein schönes Finish. Gefällt mir sehr gut. Wenn man dann so ein, zwei Stunden vergehen lässt, dann kommt so ein bisschen die natürliche Feuchte der Haut raus, also die Öle von der Haut, und dann sieht das sehr natürlich aus. Wenn ich das jetzt nicht abgepudert hätte, also das ist ein sehr frisches, saftiges Finish, finde ich, bei der Foundation. Das gefällt mir richtig gut. Und dann halt mit der mittleren Deckkraft, sieht halt sehr natürlich aus, ne? Für meine Augenbrauen benutze ich mal eben von Banana Beauty den Shape Me Medium Brown. Den werde ich mir jetzt mal auftragen und dann sehen wir uns gleich wieder. Mit meinen Augenbrauen bin ich jetzt fertig. Jetzt möchte ich den Bronzer auftragen, und zwar ist der von Milani. Das hat mich so angefixt. Die Sachen sehen so schön aus. Und das war halt so ein extra Aufsteller. Ich musste hiervon was mitnehmen. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, davon nichts zu kaufen. Wollte ich eigentlich nicht. Die Sachen sind relativ teuer. Ich glaube, der Bronzer hat 15 Euro gekostet und die Palette ebenfalls. Also das ist nicht ganz so günstig, aber ich bin froh, dass Milani jetzt in DM ist. Ich hoffe, das bleibt dauerhaft drin. Finde ich sehr gut. Ich habe hier die Farbe 09 Dolce und das ist ein Baked Bronzer und der hat ein bisschen Schimmer mit drin, habe ich gesehen, aber ich habe ihn trotzdem gekauft. Der sieht einmal so aus und ich swatch euch den mal eben auf meiner Hand. Also das ist wie gesagt ein Baked Bronzer, der gibt nicht ganz so viel Farbe direkt ab. Ist auch so ein bisschen, also ihr seht, er ist ziemlich hell, passt auch natürlich zu meinem Turn, ne? Also ich hätte den dunkleren jetzt nicht wirklich nehmen können, aber ich finde, der ist ein bisschen gelbstichig. Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Also den trage ich mir jetzt erstmal auf und dann machen wir den Lidschatten. Also ich gehe jetzt einmal mit meinem Pinsel hier rein. Okay, der hat ein bisschen Kickback erstmal. Also hier muss erstmal so eine erste Schicht ab, habe ich das Gefühl. Ich lade mir erstmal meinen Pinsel ordentlich auf. Ja, hier kommt, also der staubt ganz schön erstmal. So, und jetzt bin ich so gespannt. Ich habe es ein bisschen abgeklopft. Ich werde mir den jetzt einfach mal hier so ein bisschen hingeben. Es kann auch sein, dass der schön aussieht von der Farbe. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich den hellen oder den dunklen, aber ihr seht schon, ne, der helle reicht aus für mich. Tatsächlich finde ich den so ein bisschen orange-gelbstichig. Ich glaube, ich hätte den ein bisschen aschiger mir gewünscht, aber ja, Bronzer ist ja auch ein bisschen wärmer. Aber ich finde den schon arg warm vom Ton, muss ich sagen. Ich trage mir den jetzt trotzdem mal vollständig auf. Und ich finde schon so ein bisschen, in der Kamera kommt das jetzt anders rüber, aber das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich die Gelbsucht hier im Spiegel. Also mir gefällt der jetzt vom Ton erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob das sich noch so ein bisschen anpasst. Aber ich habe den schon versucht, ganz gut auszublenden nach oben. Also ihr könnt ja mal schreiben, was ihr meint. Ich finde den schon gelbstichig irgendwie. Es kommt in der Kamera nicht so rüber, aber jetzt hier in echt, naja, ich warte mal ab, bis das Make-up fertig ist. Ich habe auf jeden Fall mein Gesicht ein bisschen aufgewärmt damit und ja, machen wir mal weiter mit dem Lidschatten. Und bei dem Lidschatten ist es so, das sind so kleine Paletten, würde ich sagen. Hier sind 6 Farben drin und hier sind 1, 2, 3 Schimmertöne drin und 3 matte Töne. Ich werde euch die jetzt als allererstes mal swatchen. Dani soll ja super gut sein und ich finde also diese Farbauswahl, es ist halt so eine Alltagspalette, finde ich. Hier ist trotzdem halt so ein schöner Grünton bzw. so Petrol mit drin. Ich finde die Farben alle sehr schön. Ich swatch euch die jetzt mal. Die sind butterweich, wenn man reingeht. Also die fühlen sich sehr seidig an, muss ich echt sagen. Ich bin am meisten auf den Petrolton gespannt, muss ich tatsächlich sagen. Also ich swatche euch das hier auf der Hand. Moment, ich habe hier noch ein bisschen Bronzer, aber das ist nicht schlimm. Also erstmal den Petrolton. Der sieht so aus. Finde ich sehr schön. Das hat was Erwachsenes. Das ist so ein erwachsenes Petrol. Dann den Braun, den finde ich auch wirklich schön. Das ist auch ein matter Ton, also das sind jetzt beides matt. Das hier ist einmal dieser Gold-Bronze-Ton, also der ist auch sehr schön, gefällt mir gut. Jetzt kommt dieser Schlamm-Khaki-Schimmerton. Oh, der ist schön, der hat auch noch so Goldschimmer mit drin. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, aber ich finde das sehr schön, gefällt mir richtig gut. Jetzt kommt dieser Froschgrüne, würde ich sagen, Froschgrüne-Schimmerton. Den setze ich euch hier außen hin. Die Farben sind sehr weich, die lassen sich super gut jetzt hier swatchen und die sind so richtig zart. Die Farben harmonieren auch miteinander sehr gut. Und dann haben wir halt hier noch einen hellen Ton.
Das ist so ein hautfarbener Ton, gut zum Ausblenden und so weiter. Das ist der hier oben. Den werde ich mir jetzt auch direkt aufs ganze Lid erstmal aufgeben. Also ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Mir gefallen die Farben so gut. Ich finde, diese Farbzusammenstellung passt sehr gut. Und ich bräuchte jetzt hier auch keine andere Palette. Also ich glaube, dass mir sehr schöne Looks hier mit Ausdrucksstärke oder aber auch Alltagstöne mit zaubern kann. Also sehr schön. Da ich ja viele Seiten und so auch abonniert habe, so Beauty-Seiten, ist mir natürlich die Marke Milani schon öfters über den Weg gelaufen. Und ich habe auch gesehen, dass es die bei DM gibt. Und ich wollte eigentlich zu DM, weil ich diese Mascara hier von Judith Williams unbedingt ausprobieren wollte mit euch. Und da werde ich auch nochmal ein extra Video, denke ich, machen. Auf jeden Fall ist mir dann Milani doch so in die Augen gefallen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Und ich habe eigentlich diese Palette hier sofort im Auge gehabt, weil ich einfach diese Töne so, so schön finde. Und ich denke, zu meinen braunen Augen passt das sehr gut. Deshalb musste ich die halt mitnehmen. So, ich habe euch mal näher geholt. Ich werde jetzt auf jeden Fall beginnen und gebe mir hier oben den hellen Ton. Das ist ja so ein hautfarbener Ton, wo ich meine, dass so ein bisschen Illuminating, so ein bisschen Schimmer mit drin ist. Also ich meine, wenn mich nicht alles täuscht. Das gebe ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal aufs ganze Lid auf, einfach bis oben hin. Und ihr seht schon, also der deckt auch der Ton, ne? Der gibt auf jeden Fall Farbe ab, also der deckt. Wenn auch nicht viel, aber der deckt. Und ich denke, wir werden jetzt sofort hier mit dem grünen Ton anfangen. Da werde ich mir jetzt erstmal in den äußeren Augenwinkel was reingeben. Ich habe hier einen Pinsel von MAC, das ist der 217er. Da lade ich mir jetzt erstmal meinen Pinsel mit auf. Also die Palette hat auf jeden Fall Kickback. Das hat die. Das sind sehr schöne Farben. Jetzt muss ich mal meinen Spiegel ein bisschen näher holen. So, das setze ich mir jetzt mal hier an. Also Farbe ist sofort da. Dieses Grün hier, das hat es mir echt angetan. So, da werde ich jetzt erstmal so ein bisschen eine Richtung vorgeben. So, lasse ich das jetzt erstmal, das mache ich auf der anderen Seite auch. Fallout hat der auch, also hier fällt auf jeden Fall was ab. Also der trägt sich so ein bisschen fleckig auf, kann aber jetzt auch an meinem Pinsel liegen. Ich baue das nochmal ein bisschen auf, die Farbe lässt sich gut aufbauen. Beim ersten Auftragen ist die echt so ein bisschen fleckig, muss ich sagen. Und auch nicht ganz so farbintensiv, wie ich mir es vorgestellt habe. Also ich habe gedacht, das hat mehr. Aber beim Swatch war das ja auch nicht so intensiv. Naja, ich habe es jetzt erstmal so ein bisschen aufgebaut damit. Jetzt werde ich hingehen und nehme mir mal so einen fluffigen Blenderpinsel. Das ist einer von Zoeva. Einfach so einen fluffigen. Und da werde ich jetzt mal hier in das Braun reingehen, in das Dunkle. Das ist eine kräftige Farbe, also der Pinsel nimmt auch gerade viel mehr auf. Das klopfe ich auch mal ab. So, und damit gehe ich jetzt hier oben am Rand ganz leicht lang und blende so ein bisschen das Grün aus. Das blende ich schon mal so ein bisschen nach oben. Oh, die Farben krümmeln im Gesicht, also da muss man doch so ein bisschen Puder drunter machen. Ich habe es jetzt ein bisschen damit ausgeblendet. Jetzt werde ich nochmal in das Grün reingehen mit demselben Pinsel und baue das Grün nochmal auf. Also das Grün, das ist mir noch zu wenig und das werde ich jetzt so ein bisschen auf das Lid noch mit drauf geben und werde das hier in den Innenwinkel so ein bisschen, also das Grün wird tatsächlich so ein bisschen fleckig, kann aber jetzt auch in meinem Pinsel liegen. So finde ich es eigentlich ganz schön. Also es wird sehr, sehr dunkel heute. Es wird wirklich dunkel. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal mir eine Cut Crease ziehen, weil ich wollte die Schimmertöne ausprobieren. Oder ich mache mal ohne. Ich glaube, wir probieren das einfach mal ohne Cut Crease heute aus. Genau, ich werde jetzt hier als allererstes in diesen dunkleren reingehen. Da habe ich so einen Smudger-Pinsel einfach für gewählt. Das ist dieses Schlamm-Khaki mit Goldschimmer und das setze ich mir hier bis zur Mitte hin auf. Also in den äußeren Winkel bis zur Mitte ungefähr. Das verdunkelt das Ganze nochmal so ein bisschen. Ja, die Farbe geht ganz gut, aber die krümmeln. Also die krümmeln echt sehr stark, muss ich sagen. Und ich werde auch jetzt wieder einen neuen Pinsel nehmen für die anderen Farben. Also ich nehme jetzt gehe ich hier in dieses Froschgrün rein mit dem nächsten Smudger Pinsel. Also heute werden meine Pinsel auf jeden Fall richtig genutzt. Und hier kann man halt auch gut die Farbe mit aufnehmen. Also ich drücke das einfach nur so ein bisschen, weil das wirklich sehr cremig ist, aber doch sehr krümelig, finde ich. Und das gebe ich mir jetzt hier in die Mitte auf. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine Cut Crease gemacht, habt ihr ja gesehen.
Und die Farbe kommt aber gut raus. Das gefällt mir. Ja, dafür, dass das nur mit einem Pinsel ist, gefällt mir das. Also ohne Cut Crease, finde ich, kommt der trotzdem ganz gut raus. Ich werde jetzt nochmal mit dem Finger Farbe aufnehmen, aber auch nur vorsichtig. Also da ist auch sofort Farbe drauf und das werde ich mir jetzt einfach nochmal mit dem Finger oben drüber pressen. Dann wird das auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Also dieser Grünton ist schon geil. Der gefällt mir schon wirklich richtig gut. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Schlammgold-Schimmerton hier so ein bisschen über die Kante drüber und blende das so ein bisschen ein mit dem Froschgrün. Ich sage als Froschgrün, aber für mich ist das ein Froschgrün. Und blende nochmal mit dem dunklen Pinsel einfach so ein bisschen. Sehr schön. Ich habe die Woche schon mal eine grüne Palette getestet. Also wo auch Grüntöne und so drin sind von Dolls of Colors. Das Video seht ihr wahrscheinlich. Entweder habt ihr es schon gesehen oder ihr seht es noch. War auch sehr schön. So. Und jetzt lasse ich das erstmal so und gehe jetzt mal an meinen unteren Wimpernkranz. Da gehe ich mit dem Braun hier unten dran. Also das mache ich jetzt nicht in Grün, das mache ich in dem Dunkelbraun. Da tippe ich einfach so ein bisschen rein, klopfe das auch gut ab. Also die Farben müssen gut abgeklopft werden. Also ich habe mich jetzt doch entschieden, noch so ein bisschen in das Grün mit reinzugehen. Und mein Auge tränt wieder. Dieses Auge, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Das ich weiß es nicht. Das tränt seit Wochen. So, also ich finde die Farben sehr schön, nur ich habe jetzt gerade, wie gesagt, das Tränenproblem. Ich werde jetzt noch was in den Inner Corner geben und zwar benutzen wir dafür, damit wir auch alle Farben aus der Palette benutzen, hier unten den Goldton. Das ist ein schöner, edler Goldton, der so ein bisschen in die Bronzerichtung geht und das gebe ich mir jetzt einfach hier in den Innenwinkel rein. Krümmelt auch, ja. Krümmelt auch, gibt aber sehr viel Farbe ab, muss ich gleich ein bisschen ausblenden, habe ein bisschen zu viel genommen. Gehe jetzt noch mal ein bisschen mit meinem MAC-Pinsel in das Dunkelgrün rein und werde hier noch mal so ein bisschen so eine Kante, so einen Rand erzeugen, so ein bisschen verdunkeln noch mal nach oben, auch wenn es schon dunkel genug ist, aber ich finde einfach, ich muss noch einmal hier drüber gehen, um das so ein bisschen miteinander verbinden. So, also mein Auge tränt immer noch. Ich habe jetzt mal kurz Pause gemacht und habe das mal so ein bisschen trocknen lassen. Also das Auge hier neben dürft ihr nicht beachten. Ich finde, das hier ist ein bisschen besser. Also ich werde jetzt nochmal mit meinem Finger hier unten in diesen Goldton reingehen. Den habe ich jetzt im Inner Corner und den setze ich mir nochmal mitten auf das Lid drauf. Einfach um so ein bisschen so ein Highlight zu schaffen. Ja, so, ich nehme jetzt mal ein bisschen mein Puder runter. Ich hatte mir ja Puder hier drunter gemacht, also das hat schon ein bisschen was verloren unten. Das sind einmal die Farben und ich schließe mal mein Auge. Finde ich eigentlich sehr schön, gefällt mir gut hier die Ecke, ich sag's euch. Ja, ist ein bisschen nervig. So, Eyeliner werde ich jetzt keinen ziehen, einfach weil ich halt Schlupflider habe und das würde das Ganze noch dunkler machen. So kommt wenigstens so ein bisschen das Helle raus. Wir werden jetzt die Mascara ausprobieren. Und zwar ist das die Mega Falls Lashes Mascara von Judith Williams. Ich benutze die jetzt auch zum ersten Mal. Ich werde aber nochmal, wie gesagt, ein extra Video dazu machen, ohne dunkles Make-up. Dann sieht man das noch ein bisschen besser. Die hat einen False Lash Effekt, Intense Volume, Care for Every Hair mit Rizinusöl. Also die hat einfach pflegendes Rizinusöl mit drin. Und die Bürste, die ist sanduhrförmig. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen. Also da sind ganz viele so kleine Härchen dran. So ein, ich weiß nicht, ob es ein Gummibürstchen ist. Also nee, das ist kein Gummibürstchen, würde ich jetzt sagen. Die ist ein bisschen wie die Better Than 6, würde ich sagen. Die Härchen stehen so ein bisschen durcheinander und ich glaube, dass sie die Wimpern sehr gut greift. Aber ich werde jetzt erstmal eine Wimpernzange benutzen, habe ich gerade überlegt. Trage mir die jetzt einfach mal ohne Primer auf. Ich wollte erst einen Primer nehmen, aber wir machen mal ohne. Also ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Das hier wäre jetzt eine Schicht. Bin ich ganz zufrieden mit. Also die greift die Wimpern ganz gut, die trennt die auch sehr gut. Allerdings fehlt mir so ein bisschen das Wumm. Also ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch eine zweite und eine dritte Schicht auftragen. Aber ja, also das ist zweimal geschichtet und das ist einmal aufgetragen. Und ja, es macht auf jeden Fall schon einen Unterschied, finde ich.
Aber ich werde die noch ein drittes Mal auftragen. Das ist jetzt je dreimal aufgetragen und leider klumpt die so ein kleines bisschen, wenn man die mehrmals aufträgt. Aber ich finde sie trotzdem schön. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut erkennen. Fällt mir so erstmal ganz gut. Tja, die Mascara. Also, ja, ich werde mir jetzt nochmal mit der Sky High, die hat so ein feines Böschen hier unten am Wimpernkranz entlang gehen. Weil mit der anderen, also die andere Bürste, die ist zu breit. Ich habe so kleine Augen, ich komme da nicht richtig drunter. Und das ist ein bisschen nervig, dass ich jetzt hier nochmal extra mit einer unten drunter gehen muss. Unten, das war ziemlich klumpig geworden mit der anderen, weil ich halt nur so anditschen konnte. Und hier kann ich halt so schön mit durchziehen. Also das geht hiermit auf jeden Fall ein bisschen besser. Also mit der Mascara muss ich definitiv noch ein bisschen warm werden, habe ich gerade gemerkt. So, meine Augen sind so weit fertig. Ja, der Bronzer sitzt auch ganz gut, würde ich sagen. Also ich bin jetzt soweit fertig mit meinen Augen und ich finde das ganz schön. Ich muss sagen, die Lidschattenpalette gefällt mir sehr gut. Mir ist nur eben aufgefallen, ich glaube, ich habe Milano gesagt statt Milani. Also Milani natürlich, Milano heißen die meisten Pizzerien, aber wir meinen natürlich Milani. Jetzt werde ich mir noch was auf die Lippen auftragen. Also ich werde jetzt, glaube ich, ein bisschen Highlighter könnten wir noch machen, aber nur so ein bisschen, weil ich finde das immer zu viel, wenn die Augen schon so voll geladen sind. Ich werde jetzt einfach hier von Love in die Palette reingehen. Das ist die Love Lights. Also das ist ein, ja, eine Schrankpalette, die ich schon lange im Schrank habe, benutze ich momentan aber. Und da werde ich hier unten in den hellen Ton reingehen und so ein bisschen in diesen goldenen Ton. Das mische ich so ein bisschen, klopft das gut ab und setze mir nur so ein bisschen Highlight hier außen hin und hier noch so ein bisschen und aufs Lippenherz. So, jetzt gehe ich einfach nochmal mit so einem fluffigen, sauberen Pinsel so ein bisschen durchs Gesicht und werde mir so ein bisschen die Puderreste abmachen und so ein bisschen den Highlighter einblenden. Für die Lippen benutze ich dieses Duo hier. Ich habe mich dafür entschieden, weil das relativ nude ist. Das ist einmal von Riva Loves Me, das Mattitude Simply City. Also das ist einmal ein Lip Liner und dann den Ultra Wear Nude Pen Matte von Trended Up. Ich werde mir das mal eben auftragen. Das ist einmal der Lippenstift aufgetragen. Das ist ja so ein matter und der ist halt sehr dezent, also wirklich dezent. Ich gebe mir jetzt hier, einfach um das Ganze so ein bisschen zu toppen, von Essence, das ist auch ganz neu, Extreme Shine Volume Lip Gloss in der Farbe. Welche habe ich hier? In der Farbe Gold Dust oben drauf. Also hier sind so ein paar goldene Schimmerpartikel drin. Das trage ich mir jetzt einfach oben drauf auf. Als Setting Spray gebe ich mir das MAC Fix Plus drauf. Das finde ich ganz gut. Klopft mir das Ganze noch ein bisschen ein. So ihr Lieben, das ist jetzt einmal mein fertiger Look mit meinen neu eingezogenen Produkten hier zu Hause. Und ich muss sagen, ich bin größtenteils sehr zufrieden. Also womit ich auf jeden Fall zufrieden bin. Und ihr seht es jetzt auch, es passt einfach farblich komplett zu mir, ist die Foundation von Nui. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Also ich finde die total toll dafür, dass die komplett fast nur aus Aloe Vera besteht. Also der Hauptbestandteil finde ich richtig mega. Womit ich auch super zufrieden bin, ist die Palette von Milani. Also die finde ich echt gut. Die kann ich euch empfehlen. Die ist halt sehr ausdrucksstark. Ne? Also ihr seht es, man kann natürlich auch ein bisschen dezenter damit umgehen. Aber ich wollte jetzt halt schon jede Farbe einmal probieren. Und ich finde alle Farben super schön, super brillant. Sehr cremig, lässt sich gut auftragen, lässt sich gut ausblenden. Das Einzige, wo ich so ein bisschen schwierig fand, ist der Grünton. Also der lässt sich tatsächlich so ein bisschen schwer blenden. Und man hat schon so ein bisschen mehr Arbeit damit, finde ich. Aber grundsätzlich finde ich die super schön. Ich glaube, es gab noch eine zweite davon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Wie gesagt, ich habe noch ein Bild. Ich werde gucken. Und wo ich nicht so zufrieden mit bin, aber ihr könnt es ja mal schreiben, was ihr jetzt meint. Also ich finde jetzt so, wenn ich jetzt gucke, gefällt mir der Bronzer ganz gut. Jetzt im Nachhinein eben sah der als erstes so ein bisschen gelb-orangestichig bei mir aus. Ich bin natürlich auch sehr, sehr, sehr hell und bei mir sieht das ganz oft so aus. Deshalb ist das auch ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ich finde die Aufmachung, also ich finde den total schön. Der ist auch, also kommt halt einmal in Plastik, ne? Aber ich finde den sehr schön. Ich finde auch die Farbe Milani gestaltet die Produkte schön. Aber ja, keine Ahnung, muss ich gucken, muss ich noch mehrmals benutzen. Werdet ihr sicher noch das ein oder andere Mal in einem Video von mir sehen. Womit ich sehr zufrieden bin, was mir eigentlich sehr gut gefällt, ist die Mega False Lashes. Also die macht die oberen Wimpern richtig schön.
Gefällt mir jetzt auch gut. Ich könnte auch nochmal eine Schicht aufgeben, also das wäre jetzt kein Problem. Es fängt dann leicht an zu klumpen, wenn man ein bisschen mehr aufgibt, aber das habe ich ganz oft bei Mascaren, ehrlich gesagt. Ich gehe dann einfach immer nochmal, wenn das so ein bisschen klumpt, mit so einer ganz normal, mit so einem Spuli, gehe ich dann nochmal so ganz vorsichtig durch und ziehe das raus. Dann geht das bei mir meistens. Also da kann ich jetzt nicht meckern, außer dass die halt wirklich am unteren Wimpernkranz echt schlecht ist. Also da gefällt die mir nett. Da habe ich jetzt, wie gesagt, eine andere genommen, aber ja, das ist auf jeden Fall mein fertiger Look und ich finde das ehrlich gesagt ganz schön, muss ich sagen, auch wenn meine Augen jetzt so krass betont sind, aber ich glaube, das passt zu mir, die Farbe, also ja, finde ich schön. Ich finde es auch eigentlich, es ist halt eigentlich eher ein Abendlook, ne, weil es so dunkel ist, aber man kann es auch im Alltag tragen, also man kann das schon ein bisschen abwandeln hier mit der Palette, dass man vielleicht, sag ich mal, jetzt auch nur diesen schlammfarbenen Ton, einfach den Schimmer so ein bisschen aufs Lid gibt und das schön ausblendet. Sieht bestimmt auch super aus mit dem Bronze hier so ein bisschen als Akzent in der Mitte. Also da muss man sich auf jeden Fall ausprobieren. Ich sehe noch einige Möglichkeiten, wie man die Palette noch anders benutzen kann. Also die lohnt sich auf jeden Fall. Für 15 Euro, 10 Euro hätten es eigentlich auch getan. Wäre ich auch mit zufrieden gewesen. Aber ich wollte es gerne mit euch ausprobieren. Ach, und die Mascara kostet auch 9,95 Euro. Ich werde jetzt gleich hier im Anschluss den DM-Haul noch abdrehen. Also ich habe neben mir eine Tasche stehen. Ich habe so ein bisschen was gekauft. Das ist nicht ganz so viel, aber das Video werdet ihr auch noch sehen. Entweder habt ihr es schon gesehen oder ihr werdet es noch sehen. Naja, auf jeden Fall will ich euch nicht länger aufhalten. Vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr seht, ich bemühe mich, euch immer die neuesten Sachen zu zeigen. Also ich versuche da schon immer hinterher zu sein, dass ihr auch Neuheiten und so auf meinem Kanal seht und das, was ihr euch natürlich wünscht. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und schreibt mal unbedingt, wie ihr den Look findet. Bis auf mein drehendes Auge ist der Look eigentlich schön geworden, aber ich habe es nur versucht, ein bisschen zu retten. Wie gesagt, mein Auge tränt die ganze Zeit und ich denke mal, dass das Pollen sind, auf jeden Fall. Naja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.